Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit der gesamten Kamikaze. Leute, es ist mal wieder soweit, wir haben es getroffen, das Jahr geht fast zu Ende, aber wir hauen heute nochmal richtig rein. Hier Cora ist am Start, Paul ist am Start, Johnny Koch ist am Start, Lars Ludwig und Marc Lörn. Also ich weiß, ja, was wir folgendes machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall trainieren und dann kommt Leonidas mit seinen kleinen Händen. Ich sehe gerade, Johannes hat mir nachgemacht, das ist eine schöne Linse. Damit du breiter aussiehst, gell? Ich weiß es. Das versteht nur keiner mit dem Objektiv. Das ist, So, jetzt geht's ab, Leute, hier. Ich sag euch ehrlich hier, was ich mache einzig wieder nur ein bisschen Pumpertraining. Was trainiert ihr denn heute alle hier? Eine gute Frage. Was trainiert? Ich hab einen Plan, ich mach Pull. Same. Ja, Schulterarme. Brustrücken. Schulterarme. Brustrücken. Ich hab ein bisschen zugenommen. 3-4 Kilo mehr, Leute. Das merkst du aber sofort beim Klimmzug. Du musst von hinten filmen, das ist eine Rückenübung, Alter. Sehe ich viel brutaler aus. Extra mein Trägershirt angezogen. Corre macht ohne Gummi. Er macht dafür mit Zusatzlast. Ohne Gummi. Hast du dich von der Niederlage gegen Otan schon erholt? Ey, ich nehme jetzt seit 2 Tagen wieder Kreatin. Also. Ich dachte, du willst trainieren. Ja, muss man ja aufwärmen davor. Okay. Ich schwitze nicht direkt, wenn ich ins Gym reinkomme. Richtige Cardio-Bitch. Ich versuche dich heute mal nicht zu fronten, wie sonst immer, okay? Ja, aber ich wärme mich gerade nur auf. Jetzt ist gerade wirklich übel langweilig so. Okay, nächste Szene. Ich habe auch die Schuhe. Bisschen anders, meine sind noch viel fresher. Aber ich bin immer zu faul, die anzuziehen. Hab ich tatsächlich zum Geburtstag bekommen. Und sie geil fürs Training, weil die eine sehr flache Sohle. Ja, voll. Mhm. Oh, da knackt der Ellbogen. Ja. Oh, ich habe gerade schon das Gefühl, dass es weiter hier ist. Wir sind, dass ich endlich wieder prall bin. Und nicht mehr so flache wieder, genau. Muschen. Also es sind nicht nur Face Gains am Start, sondern auch Muscle Gains. Ja. Kommt langsam wieder, aber er bleibt auch dran. Also er gibt einfach konstant Gas. Und irgendwann passt der Körper sich an mit mehr Muskelwachstum. Auch nach 6 Jahren Training noch, Leute. Aber sind wir mal ehrlich, da kommen jetzt wirklich nur noch ganz kleine Gains. So nach dem 5. Jahr, wenn ihr alles richtig gemacht habt, kommen wirklich nur noch Nuancen. Hello, hello, hello. Schurke, was geht? Herzlich willkommen hier mit der Kamikaze-Gang, mein Lieber. Danke, danke. Das ist dein erstes Mal heute, ne? Mal gucken, ob er mit reinpasst überhaupt in die Truppe. Hm? Ich bin schon gespannt. Aber du hast mir jetzt erstmal was zu erzählen, warum hast du denn da Hausverbot? Digga. Habt ihr gesehen? Ohne Schwung. Oh, richtig Bilderbuch. Durch. In die Mitte. Über den Kopf. In die Mitte, nicht vorne stehen lassen. Nach hinten weg. Oh shit, Leute. Technisch schlechter geworden. Du lässt sie so vorne stehen, anstatt nach hinten zu drücken. Du lässt sie vorne stehen. Ich versuche dich heute mal nicht zu fronten, wie sonst immer, okay? Hey Johannes, erstmal Paul dir die Schuhe nach und jetzt die Übung auch noch. Ich hier nachmache. Dann ist es da vielleicht aus, wird dir schwer. Ich kann es nämlich so machen, dass meine Gewichte schwer aussehen, obwohl sie leicht sind. Eine halbe Stunde ist jetzt rum und du hast immer noch nicht mit Training angefangen. Oder du musst Nackendrücken machen für maximale, optimale Gains. Nee, ich mache ja nur Arme. Achso, vorhin war Schulterarme, jetzt machst du nur Arme. Nee, ich habe gestern Push gemacht, ich habe schon gestern Schulter trainiert. Ich dachte mir, vielleicht ein bisschen hintere. Das hintere mache ich auf jeden Fall. Johnny hat wie immer keinen Plan und den braucht er auch gar nicht, weil es funktioniert trotzdem. Ich hatte gestern meine Booster-Impfung. Schaut mal hier, schön Injektionsstelle. Und es geht los heute. Kurz reindrücken. Lars Ludwig. Sehr schön. Wunderschön. Easy. On, half reps for 4 gains. Push. Ich glaube, Lars hat Großes vor und die Trainingsqualität, seitdem wir zusammen Lockdown trainiert haben, hat sich um einiges gebessert. Du trainierst viel, viel besser als vorher. Das würde ich schon sagen. Erstmal der Trainingsplan hat sich ein bisschen umgestellt, genau. Durch Johannes. Und dann auch die Qualität der Bewegung ist, glaube ich, besser geworden. Okan, 50 Kilo Kurzhanteln. Let's go. Hä, warum ist Okan denn nicht stärker als Lars? Ich glaube, Okan ist nicht stärker, aber der macht die Technik ein bisschen anders. Achtet mal drauf. Turkish Maniac 2. Okay. Wie ist es so, die Nummer 2 zu sein laut Johannes? Das ist ein Battle jetzt. Die Frage hast du den falschen Türken gestellt. Was? Habt ihr gesehen? Okan, oberes Drittel konzentriert und Lars mir aufs untere Drittel konzentriert. Ich zeige euch jetzt, wie es richtig geht. Also 60? Eine 40er und eine 50er, ja, so macht man das. Achso, ja, warte. Komm, jetzt ist Kreatin drin, jetzt kannst du loslegen. Oh ja, sieht gut aus. Und push, eins. Okay, schönes Ding. Ui. Erster Satz. Johnny hat gesagt, das sieht gut aus. Ich soll das filmen. Aber es fühlt sich auch gut an. Hier haben wir vorhin schon besprochen, ich habe meine Schulter aufgespritzt.
aufspritzen lassen vom Arzt extra. Schau mal, sieht man hier? Ja, stimmt. Die Beule? Man sieht echt die Beule. Ich habe den Arzt diesmal gebeten, mir die scheiß Impfung direkt in den Deltoideus zu spritzen. Mhm. Am letzten Mal hatte die hier so reingeballert und habe ich wirklich wochenlang Schmerzen gehabt. Bis jetzt habe ich noch gar keine Schmerzen. Impfung war gestern. Kurzer Disclaimer für euch alle, wenn ihr eine Booster-Impfung oder Impfung gemacht habt, dann bitte hört auf euren Körper. Also eigentlich sollte man vorher oder nachher wird empfohlen, nicht zu trainieren, aber wenn ihr fit seid, keine Nebenwirkungen habt, dann let's go. Ne? Auf eure Verantwortung. Seid ihr hoffentlich alt genug, wenn ich spreche mit euren Eltern. Ich brauche Nachschub. Halbe Stunde vor dem Training Koffein mit Rain und dann geht's direkt weiter. Gibt erstmal ein Scoop von dem geilsten Pump-Booster der Welt. Crank Pump Pro. Sollte demnächst wieder im Shop verfügbar sein. Und dann mache ich im Training mindestens nochmal ein Scoop. Aber tendenziell sind es immer drei Scoops. So geil, Leute. Mit Crank Pump Pro kannst du nicht nur kurz und dolle, sondern auch lang und dolle. Das ist nämlich das Ding. Und das Gute ist, es ist kein Koffein drin. Also wenn ihr ihn abends nehmt oder so, ist einfach ein richtig geiler Booster, Leute. Pumpt euch voll. Wie verbringt denn Paul Unterleitner Weihnachten? Veganen Truthahn. Veganen Truthahn? Also veganen Braten auf jeden Fall. Also nur du und der vegane Braten oder nicht Family? Ganz, Family. Family in Wien. Geht's nach Wien? Bei hoffentlich Schnee, mal schauen. Hast du schon Weihnachtsbaum? Nee. Also in Wien vielleicht. Aber hier in Berlin haben wir keinen, weil wir zu faul sind und alle keinen grünen Daumen besitzen. Letztes Jahr ist der auch bis März oder so rumgestanden, deswegen haben wir alle einen bei unserer Familie. Guten Tag, wir machen hier Elevated-Klimmzüge. Wo kann man das Pseudo-Latzen-Drum? Guck mal, wie er hier steht gerade. Bruder ist normal, diese. Okay, das sieht erstmal stark aus. Der Junge ist so in seiner Welt, das ist so geil. Bis man nach unten guckt. Und die Hilfe da. Okay. Posing Battle. Posing Battle. Wir zeigen gerade unsere schwachen Beine. Links bei mir, der Quad ist auch so schwach. Aber rechts geht auf jeden Fall voll klar. Ich finde, volumenmäßig sind die gleich aus, aber es ist ja trotzdem schwach irgendwie. Aber trotzdem sind beide gleich dünn. Aber weißt du, was geil ist? Ich glaube, ich bekomme zurzeit die Kerben hier, weil ich immer 21er mache bei meinen Schnecker. Also ein Definitionstraining. Bruder, ich muss los, Alter. Oh, Scheiße. Es ist endlich hier erschienen, Freunde. Extra nach Lichtenberg angereist. Wir haben jetzt drei verschiedene Tools, die wir nutzen können für unser Griffkraft-Battle. Ideal nach dem Pull-Training. Nummer 1. Also ich stelle mal kurz vor, Nummer 1, Rolling Thunder 80 mm. Hat ein Kugellager und das macht das Ganze halt relativ schwer. Weil es wegrollt. Ihr müsst euch vorstellen, hier hängt das Gewicht dran. Hier hängt das Gewicht und das darf nicht aus der Hand rausrollen. Richtig brutal. Was habt ihr dazu? Oh, unmöglich, Digga. Wow. So bescheuert. Okay, also, okay, das nächste Ding. Die Griff Nummer 2 ist der Monsterarm. Da ist halt die Schwierigkeit, man sieht es ja schon. Die Schlaufe ist vorne, also wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann passiert Folgendes. Ach so. Du kannst einfach nicht mehr heben, ne? Ah, okay. Ja. Okay. Wow. Amazing. Nummer 3 ist. Ich habe das schon mal probiert bei diesem deutschen Meisterschaft-Ding. Das war richtig unangenehm. Nummer 3? Das ist eigentlich mein Favorit, das ist so ein Wrist-Roller. Das heißt, man rollt es hier praktisch ein. Mit einer Hand. Genau, und dann hebt man das so und irgendwann, wenn nichts mehr geht, dann kannst du es halt auch einfach nicht mehr heben. Ne? Dann macht es die Hand auf. Krass. Und das fände ich am interessantesten, da würde ich gerne mal sehen. Okay, machen wir das? Ja. Bin gut. Ja, ja. Jo. Hört sich super an. Let's go. Ja, machen wir. Wir sind alle motiviert. Ja, geht so. Alter. Yeah. Ey, die Jungs haben gar keinen Bock. Aber du hast dich ja gut vorbeeinflusst. Ich denke, wir nehmen das dritte Teil. Ja? Okay. Bist du zufrieden, wie die jetzt erklärt haben? Ist witzig. Das Spiel ist witzig. Ey, okay, Leute. Bock. Ich hab wirklich Bock. So. Ich werde es halt nur moderieren, aber ich habe Bock zu sehen. Und soll ich mal meine Prognose abgeben, wer ich glaube, wer am meisten macht? Es könnte interessant werden. Ich glaube, Paul. Johnny schafft viel, glaube ich. Johnny, ja. Johnny, Paul. Ja, Paul, Johnny ist auch so ein Fuchser, ne? Paul schafft auch viel. Aber das seht ihr ja dann in dem Video, Leute, weil ihr habt ja bestimmt den Kanal abonniert und da werdet ihr immer auf den Laufenden. Aber Lars darf man eigentlich auch nicht unterschätzen. Wenn ihr Leon supporten wollt. Und Marc. Auch nicht unterschätzen? Sein Job. Ara, der Front. Ich habe extra keinen gemacht. Ich versuche dich heute mal nicht zu fronten, wie sonst immer, okay? Ansonsten, wie gesagt, steht unten alles in Beschreibung drin, weil Support ist kein Mord. Mit Leon könnt ihr sparen, mit Johannes könnt ihr sparen und mit Orkan könnt ihr auch sparen. Und den Rest der Truppe, Team Rocker, könnt ihr natürlich auch supporten. Sucht euch euren Mann aus. Vielen Dank, wir sind raus, bis zum nächsten Video.